Der Regionstag der Landes-ÖVP in Amstetten wurde zum Anlass genommen, um die Arbeitsschwerpunkte für das Mostviertel vorzustellen. Im Fokus stehen die Kernthemen Arbeitsmarktsituation und die Positionierung als Wirtschaftsstandort. Seit dem Jahre 2013 haben wir im Mostviertel 21 Projekte bei Betriebsansiedlungen und Betriebserweiterungen umgesetzt. Wir haben 664 Projekte über den Wirtschafts- und Tourismusfonds in der Region Mostviertel gefördert und wir haben 35 Regionalförderungsprojekte umgesetzt und mit all diesen Maßnahmen haben wir ungefähr 21.000 Arbeitsplätze entweder neu geschaffen oder entsprechend abgesichert. Wir haben im Mostviertel von Jänner bis August im heurigen Jahr insgesamt 720.000 Nächtigungen verzeichnet. Das ist eine Steigerung von rund 5,5% im Vergleich des vergangenen Jahres. Und das Spezifikum, das wir letztendlich hier in dieser Region verzeichnen können, ist die Landesausstellung. Eine äußerst erfolgreiche Landesausstellung, etwas mehr als 280.000 Besucherinnen und Besucher. Wir haben, und das haben die ersten Berechnungen und Analysen dieser zu Ende gegangenen Landesausstellungen bereits gezeigt, wir haben eine zusätzliche Wertschöpfung in der Größenordnung von rund 30 Millionen Euro in die Ausstellungsregion ins Ötscherland gebracht. Und wir haben in dieser Region, in der unmittelbaren Region der Landesausstellung, einen Nächtigungsplus von 15%. Auf der einen Seite haben wir im Export sehr große Chancen in der Agrartechnologie. Wir haben im Maschinen- und Anlagenbau große Chancen und vor allem in der Umwelttechnologie. Wir haben in unserer Exportwirtschaft, in unserer Exportpolitik einen ganz wichtigen Grundsatz, der da lautet, zunächst einmal die internationalen Märkte zu analysieren aufgrund der Wirtschaftsstruktur, die wir anbieten können. Und bei dieser Analyse hat sich sehr deutlich gezeigt, dass in der kommenden Zeit zwei Hauptmärkte eine besondere Rolle spielen werden, nämlich der Markt in Großbritannien und der Markt in den Vereinigten Staaten. Wir sind zur Überzeugung gekommen, dass wir einen guten Schritt für die kleinen und mittelbetrieblichen Unternehmen tun können, wenn wir in Zukunft die größeren Bauvorhaben in Form von Gewerken ausschreiben. Die Bauvorhaben, die in erster Linie durch die öffentliche Hand in allen Landesgesellschaften und in landesnahen Gesellschaften getätigt werden. Auf diese Art und Weise wollen wir versuchen, und das ist mit Sicherheit ein geglückter Versuch, dass wir den Klein- und Mittelbetrieben die Chance geben, zunehmend bei den Ausschreibungen auch zum Zug zu kommen, um auf diese Art und Weise auch Arbeit und Aufträge zu bekommen in dieser Wirtschaftskategorie und damit die Arbeitsplätze abzusichern. Wir haben im Mostviertel rund 1500 Unternehmen im Bereich der Hotellerie und der Gastronomie. Allerdings, wie gesagt, durch das, was zum Teil aus der EU und zum Teil der eigenen Bundesregierung den Wirten in der letzten Zeit aufgelastet wurde, ist das alles andere als lustig. Ich darf nur hinweisen auf die Vorgangsweise im Zusammenhang mit dem Rauchverbot, die Allergenkennzeichnung. Brüssel sollte sich lieber um die großen Dinge der europäischen und internationalen Welt kümmern und sollte uns in Ruhe lassen. Die gesamte Frage der Barrierefreiheit und die Registrierkassensituation brauche ich Ihnen auch nicht erklären, weil Sie das tagtäglich auch zu Ohren bekommen. Wir haben daher auch im Einvernehmen mit den Abgeordneten im Niederösterreichischen Landtag, wofür ich auch sehr herzlich danke, ein Wirteförderpaket auf die Beine gestellt. Ich habe das mit der Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav vor einer Woche auch der Öffentlichkeit präsentiert, wobei es darum geht, die Wirte zu unterstützen, sowohl im Hinblick auf die Schulungsmaßnahmen, die notwendig sind, um tatsächlich diesen bürokratischen Wahnsinn bewältigen zu können, aber auch die Wirtshauskultur dadurch zu unterstützen, dass die Wirte bessere Möglichkeiten und direktere Möglichkeiten zu Förderungen zu kommen angeboten bekommen.
Wir haben seit dem Jahre 2013 im Mostviertel insgesamt in den Straßenausbau 55 Millionen Euro investiert. Ich nenne Ihnen nur die drei wichtigsten Projekte. Die A1, der dreispurige Ausbau Pöchlern-Ips, ist bereits im vergangenen Jahr fertig geworden. Dann die B119, die Sanierung der Donaubrücke Grein, das wird im Jahre 2016 fertig. Und die L89, die Umfahrung Steiner Kirchen, ist ebenfalls im vergangenen Jahr fertiggestellt worden. Im Bereich Infrastruktur beträgt das Investitionsvolumen bis zum Jahr 2018 124 Millionen Euro.